Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist nach wie vor Jens Rabe und heute geht es um ein Thema, was uns in Europa in diesem Jahr ein wenig schon beschäftigt hat und noch mehr beschäftigen wird, nämlich: Wie soll ich mich eigentlich vor Wahlen verhalten? Also was mache ich denn, wenn große, wichtige politische Entscheidungen anstehen? Kann ich da etwas machen? Sollte ich da etwas machen? Sollte ich mich lieber raushalten? Die Frage klären wir jetzt hier im Video. So, bevor wir jetzt mit diesem Video anfangen, natürlich erst einmal eine kleine Auflösung. April, April, April. Ihr seht mich immer noch hier. D-Max und QVC und N24 oder Shopping 24, die müssen noch warten. Ne? Das war natürlich ein April-Scherz. Ich hoffe, ihr alle habt es gemerkt. Also keine Angst, es gibt weiterhin hier regelmäßig Videos von uns auf YouTube in gewohnter Qualität. Mindestens dreimal die Woche findet ihr auf diesem Kanal und auch auf dem Jens Rabe Kanal. Auch da dreimal in der Woche ein Video zu den Themen Börse, Investment und hier natürlich Optionen. Also keine Sorge, ich renne euch nicht weg und werde jetzt der große Anpreiser von irgendwelchen Dingen im Fernsehen. Okay, kommen wir zum heutigen Thema, und zwar Wahlen. In Europa stehen ja in diesem Jahr einige Wahlen an. Wir hatten jetzt schon die Wahl in Holland. Demnächst kommt ja dann die Wahl in Frankreich und natürlich im Herbst die Wahl in Deutschland. Und da gibt es ja jetzt schon im Vorfeld viele, die sich Gedanken machen. Ne? Was wird denn da passieren? Kann ich da Positionen halten? Was ist denn da? Und wir müssen uns einfach mal anschauen, so ein bisschen in der Vergangenheit, was war denn da, damit wir vielleicht ein wenig in die Zukunft schauen können. Und ich habe uns mal zwei Dinge herausgesucht, nämlich die uns alle noch in Erinnerung sind, die im Grunde genommen Wahlen waren. Das eine, auch hier in Europa im letzten Jahr natürlich die Entscheidung zum Brexit. Und ihr seht hier einen Chart, und zwar ist das die implizite Volatilität des britischen Pfunds vor dem Brexit. Ne? Ihr seht das hier mit dem roten Pfeil gekennzeichnet und ihr seht, die Volatilität ist natürlich vor dieser Entscheidung exorbitant angestiegen und danach ist die Volatilität sehr, sehr stark gefallen. Wer sich von euch jetzt mal die Mühe macht und schaut sich das britische Pfund an, das hat ja danach nochmal eine sehr starke Bewegung gemacht, als diese Pro-Brexit-Entscheidung kam. Die Volatilität ist aber schon sehr, sehr deutlich zurückgegangen. Dann gab es das zweite Ereignis, auch im letzten Jahr, und zwar natürlich, wir gehen mal über den großen Teich, die Wahlen in den Vereinigten Staaten, November, und auch da sehen wir hier in einem Volatilitätschart, das ist hier der, die implizite Volatilität auf die ES-Mini-Optionen, also auf die Future-Optionen, und auch da seht ihr ebenfalls mit dem Pfeil gekennzeichnet, dass hier im Vorfeld der Wahlen natürlich die Volatilitäten schon sehr, sehr stark angestiegen sind. So. Und jetzt können wir meinen, aha, also vor Wahlen steigen also immer die Volatilitäten an und das heißt, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein und danach fällt es wieder. Ganz so einfach ist es leider nicht, denn wenn ihr euch mal hier den VIX anschaut, den kennt ihr alle, VIX, den Volatilitätsindex, dann seht ihr, dass der immer mal wieder ansteigt. Jetzt sind aber nicht immer mal wieder Wahlen, sondern die sind halt nur alle 4 Jahre in den USA. Und theoretisch auch in Deutschland. Wir hatten da mal zwischendurch eine kleine Links mal schneller, ne? Damals mit Schröder und so weiter, als Merkel damals das erste Mal gewonnen hat. Und ja, was ist jetzt so eine Sache, was macht man da? Das heißt, wir wissen, Volatilität kann immer ansteigen und Wahlen können so etwas auslösen. Aber, und das sind jetzt meine persönlichen Erfahrungen, meistens ist es so, dass die Börsen politische Dinge, die passieren, im Vorfeld viel, viel stärker einpreisen, als sie dann tatsächlich zur Auswirkung kommen. Und das macht auch irgendwie Sinn. Wir hatten zum Beispiel in diesem Jahr schon die Wahl in Holland und das hat an den Börsen im Vorfeld zu überhaupt keiner Aufregung geführt. Ne? Das war so ein bisschen in den Medien, aber das hat letztendlich die Börsianer überhaupt nicht interessiert. Warum? Nichts gegen die Holländer, aber wir haben übrigens ja auch holländische Zuschauer, deswegen viele Grüße nach Holland. Also nichts gegen euch, aber jetzt spielt Holland nun mal nicht so die große Karte in der Welt. Also das heißt, es hat einfach nicht so den wahnsinnig großen Einfluss. Jetzt können wir sagen, okay, was wäre denn da, wenn jetzt Wilders gewonnen hätte und so weiter. Ja, aber das hat die Börse im Vorfeld nicht so eingeschätzt und ich glaube, es war auch unrealistisch, dass das wirklich so gewesen wäre. Und selbst dann, okay, dann wäre es eine Überraschung gewesen. Aber hat das einen wahnsinnig großen Einfluss auf Europa, auf den Euro? Wahrscheinlich nicht. Ne?
Und das bedeutet, je mehr die Börse im Vorfeld etwas erwartet von einem Land, von deren Wichtigkeit, ne? Also wenn wir jetzt sagen, ich möchte jetzt hier kein Land beleidigen, aber wenn jetzt Slowenien Wahl hat oder eben Frankreich oder Deutschland, dann wird eben eine Wahl in Slowenien nun mal weniger Auswirkungen haben als eine Wahl in Frankreich oder in Deutschland. Und deswegen wird eben im Vorfeld von wichtigen Wahlen, von wichtigen Dingen in wirtschaftlich gesehen oder politisch gesehen wichtigen Ländern, wird die Volatilität hochgehen. Und danach wird sie aber auch wieder runtergehen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Was ist denn so das, was die Börse am meisten hasst? Die Börse hasst am meisten Unsicherheit. Und viele denken immer, zum Beispiel nehmen wir jetzt die Frankreich-Wahlen an, da gibt es ja immer so die Überlegung, gewinnt jetzt Le Pen mit der National, also ne, ihr wisst, die eher rechtsorientierten Parteien, die rechtsorientierte Partei, gewinnen die oder gewinnt da jetzt ein gemäßigter Europapolitiker, was auch immer. Ne? Dann ist das natürlich so, die Börse mag es nicht, wenn man sich nicht klar darüber ist. Sollte jetzt das eintreten, wovor sich die ganzen Eurobürokraten fürchten, ne? Jetzt kommt zum Beispiel Marine Le Pen an die Wahl oder an die Macht in Frankreich, würde denn dann die Volatilität explodieren, würde denn dann der Markt einbrechen? Meiner Meinung nach nicht. Warum? Weil dann hätte man Klarheit. Ne? Das Schlimmste, was es immer gibt, ist Unklarheit. Und das hat man ja auch sehr, sehr deutlich gesehen in der Wahl in den USA. Die Börsen haben ihren Tief gefunden 2 Tage vor der Wahl. Und da könnte man sagen, oh, da wussten vielleicht schon einige etwas. Darum ging es aber gar nicht. Es ging einfach nur darum, man wusste, in 2 Tagen ist es vorbei. Ob dann nun jetzt Trump gewinnt, so wie es jetzt am Ende geworden ist, oder ob eben Hillary Clinton gewonnen hätte, das spielt im Endeffekt gar keine Rolle mehr. Man wusste ganz einfach, egal wie es jetzt ausgeht, in 2 Tagen ist dieser Spuk vorbei. Und so wird es mit allen Sachen sein. Ne? Du hast irgendwie so eine Brexit-Entscheidung und die Volatilität, also die Angst im Markt geht hoch. Sobald das Ereignis kommt, busch, geht die Angst aus dem Markt raus. Es kommen ein paar Tage, vielleicht 2-3 Tage, nochmal ein bisschen hektische Bewegung, aber auch das war es ja. Ne? Guckt euch einfach mal Charts vom Pfund an, guckt euch mal Charts des FTSE 100 an. Das ist dann immer relativ schnell raus. Warum? Weil die Marktakteure dann sehr schnell übergehen und sagen, okay, neue Situation, jetzt wissen wir aber, welche Situation ist und jetzt können wir damit umgehen. Das ist also kein Black Swan-Ereignis, wo man sagt, oh, da hätten wir ja gar nicht damit gerechnet. Natürlich rechnet der Markt auch mit dem Extremer. Ein schwarzer Schwan kommt immer nur dann, mit dem man halt nicht rechnet. Ne? Fukushima, da rechnet keiner mit und sagt, okay, da geht jetzt ein Atomkraftwerk hoch. Aber wenn jetzt zum Beispiel eben Marine Le Pen in Frankreich gewinnen sollte, was ich persönlich nicht glaube, aber also einfach, weil ich so ein bisschen auf Umfragen höre. Wenn die gewinnen sollte, dann würden die Marktakteure sagen, okay, wir wissen ja, was die will und damit haben wir Klarheit, danach können wir uns richten. Und dann geht die Angst aus dem Markt raus. Nicht unbedingt aus den Medien. Ne? Also wir dürfen da nicht verwechseln, was passiert in den Medien, was passiert an der Börse. Uns interessiert nur die Börse und nicht das, was die ganzen Schreiberlinge da tun. Und deswegen macht euch da keine Sorgen. Schaut einfach hin. Wenn im Vorfeld die Vola hochgeht, dann ist das eher etwas, wo ich mich positionieren würde oder kurz danach positionieren würde. Und zwar oftmals so, wo man sagt, okay, was erwarten denn alle? Das trifft in der Regel nie ein, sondern es kommt das Gegenteil. Also wenn alle erwarten, dass jetzt der Markt zusammenbricht, dann wird es wahrscheinlich nicht passieren. Wenn jetzt alle erwarten, dass der Markt steigt, dann wird das wahrscheinlich auch nicht passieren. Und deswegen nutzt die hohe Volatilität im Vorfeld oder kurz danach, also es dauert ja dann doch 1-2 Tage, um euch zu positionieren. Ich würde jetzt nicht unwissend am Tag zuvor eine Position eröffnen, so nach dem Motto, hoffen wir mal, dass was wird. Aber dann muss man einfach schnell sein, muss dranbleiben und guckt einfach, was zu Bewegung führen kann. Wenn es im Vorfeld keine Volatilitätsanstiege gibt, dann passiert da auch nichts. Und selbst wenn, dann ist es uninteressant, dann interessiert das die Masse nicht. Und dann kommt da auch nichts. Also geht entspannt in die Wahlen. Ob ihr jetzt zur Wahl geht oder nicht, das sei euch überlassen. Ne, wie gesagt, bei uns ist ja erst im Herbst soweit. Schauen mal, wie weit es dann ist. Momentan ja alles noch Glaskugel. Schauen mal, was dann der heilige Martin und die Mutti Merkel daraus machen. Wir werden sehen. In diesem Sinne, euch erstmal noch eine schöne Woche. Viel Erfolg an der Börse. Wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Servus, macht's gut. Bye, bye.